Nachdem das gestern ja eine wunderschöne Tour von 243 Kilometer geworden ist, wollten wir es heute ein bisschen ruhiger angehen lassen und eine Rundtour planen mit 165 Kilometer und damit über den Riedbergpass mit 1407 Meter und den Losenpass mit 1140 Meter. Natürlich an Videofilmerei ist, dass man auch immer wieder mal zurück muss, um die Kameras zu holen, wenn man da eine Szene dreht oder wie auch immer vorhat. Ja, fatal. Da auch David jetzt zurückkam und seine Maschine ausmachte. Ihr ahnt schon, was kommt? Genau. Aber der Filmer freut sich auf jeden Fall. Ja. Wow, jetzt wieder hier die Seite gleich aufmachen. Und? Der wehrt sich. So Leute. Ich muss ganz kurz hier essen. Hier ist mein Nackig. Das ist mein Nackig. Ja. War einfach.
aber du. Aber es kam jetzt nicht mehr lang, glaube ich. Gucken wir doch mal, wie lange wir haben. Das meinst du dann? Ich hab sie mit. Ist aber ein bisschen arg, oder? Komm, hinstellen. Halt die da vorne? Ich weiß nicht, ob du nee. So stehen lassen möchtest. Gerade, ne? Du kannst auch also was soll man kannst du hier hinten, entweder auf die Straße oder hier ab. Hinten und her. Ich hab's. Ach, du bist das. Ich hab's hier mit, keine Angst. Ich kann nicht umfallen. Ja, okay. Hast du? Ja, ja. Ich dachte mir, ich hole gerade Scheiße. Mhm. Na, ich hab mir gedacht, ich halte jetzt einfach ein bisschen mit, damit du nicht aufpassen. Lieber einmal das Rocken und nichts passiert, das ist nicht gut. Jetzt bist du genau neben Bordstein. Ja. Jo. Ein Schwein. Sollte man hier erwähnen, dass David gestern fast ohne Öl gefahren ist und wir hatten erst das Gefühl, dass es jetzt nur die Batterie ist, dass sie vielleicht platt ist, keine Ahnung. Im Laufe der Zeit stellte sich dann das Gefühl ein, dass vielleicht doch irgendwie Späne im Motorraum ist und er dadurch Probleme hat. Aber beides nicht. Das Problem kam wieder und zeigte sich im zweiten dann etwas deutlicher. Thank you.
Salz sein, dann kann ich es nicht mehr. Hat jemand mal nochmal eine Tasche? Ja. In dem Moment, wo es her ausschiebt, bleiben die genau da hängen. Ja. So, dann ist es vorbei. Oder in dem Moment verpfandet es die Kolben sich, weil du hast dann ein bisschen mehr Platz. Mhm. Dann ist es vorbei. Ja, okay. Keine Ahnung, macht diesen Urlaub so gut. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die dann wieder nach Hause? Okay. ADAC. Den das Bus runterfahren. Ja, das würde aber heißen, in dem Fall, ich fahre heute nach Hause, wir klemmen komm mit dem Bus wieder. Wer muss erst? Mal schwarz, gell? Schwarz, immer schwarz als erstes. Schwarz weg, schwarz weg. Schwarz steht nie alleine. So, und jetzt kannst du nichts mehr falsch machen. Nee, jetzt kann gar nicht mehr passieren. Welche Idee jetzt? Anschieben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Nochmal mit Schieben probieren. Schaffst du das mit deinem Knie? Ne, wir alle. Okay, im Endeffekt waren wir nur eine Minute ein paar Zerquetschte weg, aber man hätte uns eigentlich alles klauen können. Die Schlüssel waren in den Zündschlössern, die Jacken mit Handy und Papiere lagen am Motorrad. Was will man mehr? Was ich sehr gut finde ist, dass David seine Maschine tatsächlich durchs Anschieben angesprungen ist und wir dann endlich losfahren konnten. Yippie! Auf geht's! Gleich geht's weiter!
Ist schon ein tolles Gefühl, wenn man das Glück so genießen kann. Die Sonne genießen kann. Das Wetter. Die Luft. Es ist einfach herrlich. Aber ihr kennt das ja selber, wenn ihr Motorrad fahrt. Gibt nichts Schöneres. Leider sollte es nicht lange halten. Um genau zu sein, etwas mehr als knapp 18 Kilometer. Aber seht selbst. I got down on my knees at the edge by the sea. Promised you love ain't just a thing made of a broken. And we climb just to fall, and we gave it all. 'Cause I am nothing but wrecking ball. And we were driving right into the sun. And summer was round the corner, forever young. I got lost in your eyes, longing to. Ja, zufällig auch so wie jetzt Urlaubsgeschichte, bla bla bla. Weil dumm war, ich post's rein, ne? Und deine Frau ruft an. Ja. Wow, Magic! Also, als Max ein in die Gruppe, Magic. Ist sie mit drin. Wusste. Ja, jetzt habe ich es länger gemacht, weil ich bin gerade voll drüber. Was hat dir der Teufel gesagt? Was hat dir der Teufel gesagt, ja. Yeah. Ich habe gestern auch zu Tode rum drauf zu tatschen, weil heute sind sie höher. Hey, jetzt haben wir mal Spaß beiseite. Ich habe vorhin gerade einen Liter E10 versehen nicht reingetankt. Das macht nichts, ne? Nein, das hat mit dem Starten gar nichts zu tun. Nee, mit dem Starten. Mein Motor. Also, wie nee. Nein. Getankt? Halt voll. Also, wie viel passt denn rein? Ne? 10 Liter. Und du hast 10 Liter E10 getan? Nein, 5. 1,5 Liter oder was? Juckt nicht, gell? Nee, wird so verrückt, also das passiert immer. Ja, hast du gleich gemerkt und... Ja, ich denke mal, fuck! Da stand E7,5 oder so. Ja,
mit E7,5. Nein, das Schöne ist, die alten Motoren verkraften das. Die meisten alten Motoren verkraften das. Die neuen eben nicht mehr. So. Gar nicht. Was ist die Zeit? Muss weg? Meine. Minus? Minus muss mindestens weg. Minus. Bei mir. Wir können auch vorsichtshalber beide wegmachen auch. Sicher ist sicher, wenn das mit der Gehbatterie so passt, dann machen wir beide weg. Das ist ja noch das Wasser. Okay, musst du nehmen in der Zeit, wenn du willst. Ja, genau. Alles gut, alles gut. Okay. Das geht nicht. Antrieb oder deine auch. Vielleicht. Naja. Ja, spätestens wenn wir in den Pässen sind, kann er sich das alleine runterrollen lassen. Eben. Dann dann alleine. Und dann kurz vor der Kurve springt sie an. Hey, wir machen das. Die Kuh geht nicht weg, die Kuh geht nicht weg! Das Problem ist eher, ich meine, du kannst ja alleine auch anschieben. Ja. Okay, aber spring erst mal drauf dann. Ja. Oh nein, sie steht schräg. Heißt nichts, das ist bloß der Scheißschrift hier. Achso, das ist raus. Aber der hat gerade nach hinten Knotsch drin. Aber da kommt jetzt so ein Stück. Machen wir gleich. So, dann Starterkabel. Starterkabel? Nein. Hier bei dem Ding geht es mal okay. Bloß darum, dass beides besser noch geht. Also wenn sie jetzt Anschluss, wenn sie jetzt oder was ist denn das? Ist das eigentlich Papa seine Maschine, weil der JK draufsteht? Ja. Schließt du die Batterie aus? Wir können das auch andersrum machen. Nimm deine Batterie ab und die ist. Ja, die ist in Ordnung. Die ist in Ordnung. Genau, sauber. Ja. Bremsenreiniger. Das mal sowas von. Dorkisch. Ist das die Batterie? Ja. Das könnte sein. Ja, wenn da ein Kaltkraft ist. Aber. Ja. Ja, ich meine, wie oft sind es nur den, Kleinigkeiten? Wenn der Anlasser der Ziel vorne ist. Ja, was? Ja, der ist ganz schön. Anlasser hat mehr oder weniger Kurzschlussstrom. Kurzschlussstrom bei einer Batterie 12 Volt, du hast halt einen Widerstand von ca. 1 bis 3 Ohm, kannst du ausrechnen. Ich muss gerne kurz vor zum Rechnen. Also, ich fange mal mit Wasser an. Ja. 12 durch 1. Auf jeden Fall, und sowas kannst du natürlich nicht.
Okay, ich muss die Kontakte da auch mal sauber machen. Ja, Reiniger kannst du rein. Bremsenreiniger kannst du rein. Der verdampft gleich. Kurze Spritzer und das Fleisch verdampft selber mal. Wie macht das da? Flüssigkeit und so. Nein, Bremsenreiniger ist ja wirklich, der verflüchtigt innerhalb von Sekunden. Ja, mal kurz stehen. In dem Fall bin ich ja jetzt Anzug. Ja. Kann das sein? Wie rum ist egal? Das ist keine Sicherung egal, das ist quasi nur eine Leitung. Das wüsste ich sogar, ist egal. Ja, das ist einfach eine Ecke. Eine Sicherung ist quasi nur eine Brücke aus einem leichteren Metall, das halt bei einem bestimmten Stromdurchfluss durchbrennt. Oder durchschmilzt. Nur bei Brennübel anfangen, ja. Brennen tut sie Gott sei Dank nicht. So, wenn kann erst plus, an? Plus, erst immer plus. Plus. Schwarz steht nie allein. Ach, jetzt habe ich das kapiert. Schwarz steht nie allein. Okay, alles klar. Ich habe vorhin schon gedacht, nie allein. Schwarz steht nie allein. Das ist eine gute Brücke. Das ist eine Brücke, ja. Ja, wie merkt man sich Spur und Sturz? Also positiv, negativ. Spur. Ja? Und wie merkt man sich? Ich weiß es nicht, ich weiß. Wenn Frau so macht, positiv. Oh. Was, wenn Frau? Wenn Frau so macht, ist positiv. Na klasse. Diesen Teil kann ich dann rausschneiden. Ach, wird es gar nicht. Entschuldigung. Tja, verschissen. Ja. Ja, er war's. Warte kurz, ich muss mein Handy holen. Was mir jetzt gerade gut erwischt. So, jetzt ab. Hi. Was gibt's? Guckt das oder was? Was da? Muss man auch fragen. Also, mich juckt's nicht. Vielleicht das Willi da drin. Das Beste. Kann auch sein. Aber, naja gut, sie springt ja an, wenn man sie anschiebt. Ja. Was sitzt denn also, du? Willi. Du brauchst das Willi. Was? Problem ist nur, am Relais kann man nicht festhalten. Achso, hallo, weil mich siehst du ja gar nicht, gell? Wir fahren jetzt hier nochmal nach Österreich. Und fahren dann noch einen Pass. Also durch die Berge. Ich zeige dir morgen ganz viele Bilder. Warte mal, ich kann hier auch. Guck mal, das ist ein bisschen mehr Berg wie bei uns zu Hause. Oha. Da ist meine Maschine. Da hast du Jürgen seine. Opa seine. Und David seine. Da müssen wir gerade bloß ein bisschen was gucken. Naja, David ist halt von der anderen Seite reingefahren. Wir testen gerade was, weil da funktioniert beim David irgendwas nicht. Und das sollte ja anständig funktionieren, bis wir da reinkommen. Und das wollen wir da reinkommen. Ja, das Problem ist, es ist schönes Wetter. Mag die Mama, dass du hinausgehst und nicht. Ja gut, dann kann das Relais ein weghaben zum Beispiel. Weißt du was, Hannes? Das machst du ganz einfach. Du hilfst jetzt der Mama ein bisschen im Haushalt. Ne? Ja. Runterbringen, ich glaube, du sagst das auch mal runter, ich weiß nicht, ob es schon gemacht hat. Glasdosen runter. Okay. Ja? Wie ich gesagt einfach hat, so. Und dann am besten noch die Spülmaschine mitmachen. Ja? Und dann kannst du Maschine mal fragen. So, Mami, ich habe mir gedacht, ich habe das jetzt mal gemacht, was passiert. Ja? Ja. Jetzt tut sie gar nichts mehr. Ja, es ist anders. Nee, das ist Relais immer. Schau, ich drück. Was ist überbrücken? Ja. Relais überbrücken. Ja. Geht ja. Ja, es hat das Ding bei mir gemacht, um es auszuprobieren, ob das ist. Ja, mach doch. Nicht, ich kann es nicht.
Alles, also du machst, hilfst der Mama jetzt ein bisschen im. Ja, eben. Auch ein Stück Kabel. Und wahrscheinlich. Und dann ist gut. Nee, du reicht ein Schraubenzieher. Ja, aber es soll ja, wenn er mal angehalten hat, dann, wenn er drückt, tatsächlich. Obwohl, das nee, drückt, funktioniert nicht. Du musst dauerhaft. Ja. Das geht nicht. Das heißt, also, du hilfst der Mama. Und kriegt einen neuen Starter. Hilfst der Mama ein bisschen und dann kannst du nochmal fragen, okay? Ich schreibe der Mama, dass es von mir aus in Ordnung ist, sofern du mit dem Haushalt bist. Sowas von. Okay. Alles klar. Also, macht mir hören uns. Ciao. Ich hab's gar nicht. Das Ding kostet ein Minimum. War das Zwicky und so? Sagen, schön, dass man im Schatten steht. Wo ist ein Schatten? Bevor wir jetzt anfangen. So, wie überbrückst du das jetzt? Moment, bitte ganz kurz. Da und da. Okay, so. Klopf mal da drauf. Dann bist du draußen. Also, er versucht was, schafft er nicht. Ja, okay. Das ist eindeutig. Das ganz draußen? Ja. Probiert es. Boah, weißt du, wie man da verschlägt am Anfang? Ja, weil es stimmt, funkt. Deswegen. Das kann eben jetzt ganz schön funken. Mhm. Oh, das können wir doch schräg lassen. Das ist genau. Das ist richtig schräg. Warte. Vielleicht nicht da vorne anfassen, sondern da. Ja, das ist schon klar. Ja. Kannst du doch ein Starthilfekabel nehmen? Geht auch. Das hat eben so vernünftig gemacht. Jawohl, ich pack's wieder aus, okay? Hab's verstanden? Das Ding ist, egal wer es macht, da drauf. Du musst schnell genug wieder weg. Weil da haut Strom durch ohne Ende. Das kannst du dich auch verstören. Damit ist es jetzt aber erstmal egal, welches Hauptkabel. Aber der ist warm, somit. So, Zündung ist an, neutral leuchtet. Ja. So.
Ja. Den machst du auch mit der Brücke, oder? Nein, kommt zu Gas. Das heißt, Maschine laufen lassen oder schieben. Ja. Also so da parken, dass wir möglichst abflüssig irgendwo sind, wo wir parken. Ja, mein Gott, was soll's? Ja. Ist halt nicht. Alles funktioniert und wenn du drauf drückst, funktioniert nichts mehr. Ja. Aber schade, geht einfach. Das ist auch kaputt. Das ist nicht gut. Das war nicht seine Musik, gell? Nein. Okay. Also wichtigste Erkenntnis ist erstmal, Motor ist es nicht. Top. Motor ist es nicht, Batterie ist es. Okay. Batterie, das ist normal nach ein paar Start versuchen, dass die leer ist. Ja, also und durch das, dass er ja gefahren ist und sie ja wieder arbeiten wollte, ist die Batterie nicht kaputt. Sonst wäre da auch gar nichts mehr. Ah ja. Aber mein Tod ist tot. Ich habe jetzt gehört, dass, was ist eigentlich dein Relais? Ja, wir machen jetzt, glaube ich, nicht aus zwei eine. Ne? Nein. Spitze ist gar nicht. Aber da könnten wir bei jedem Motor. So, das heißt, wir suchen uns den Motor, gucken, ob unser Motor dabei ist. Und wir drei lenken sie ab, er baut sie aus. Genau. So machen wir das. Ja. Man schaut tatsächlich relativ ähnlich aus. Ja, aber stellenweise steckt halt den Zeug noch drin. Ja, natürlich nicht. Ja, vor allem, das kündigt sie ja nie an. Nee, Glas halten ist Geschichte. Ne? Das durch kündigt ist durch. Sich nie an. Und da kann es durchaus sein, bei so einem Relais, mit dem hohen Strom, die nutzen sich ja ab dann innen drin. Das ist halt auch nicht top. Das ist halt immer noch Mechanik. Und wenn du dann dementsprechend Glas mit einem Relais quasi. Ja, hier, den Schalter, ne? Klasse. Und sobald du... Also, wenn du das möchtest, dann... Wenn du dann betätigst, geht hier der Magnet an und zieht das den Schalter hier hin. Wenn der aber abknopft ist, dann kommt er ja gar nicht mehr. Er hat gerade mal so ganz nebenbei geäußert. Nur so, dass er am liebsten jetzt abbrechen würde. Also er, richtig. Und zwar ganz. Okay. Das ist scheiße jetzt. Ja, und dann? Feierabend. Morgen nach Hause. Du fährst ganz nach Hause, oder was? Nein. Da nach Hause, weiter. Ja. Oder soll ich mal jetzt ganz als Ding rutschen, oder? Mitfahren? Sozius, abwechselnd, was weiß ich? Immer noch kurz schieben. Man springt ja eigentlich auch relativ gut an. Ja. Gut, jetzt habe ich es eigentlich. Keine Probleme mehr.
Ja, aber irgendwann hast du wirklich keinen Bock mehr, ich kann es verstehen. Ist klar, ist völlig logisch. Das ist klar. Ich finde es trotzdem witzig. Da unten springen die noch an, einmal frei, oben, hinten, weg, Ende. Nee, kann ja auch sein, dass es so passiert, wie sie gesagt hat. Ne? Hat sie irgendwie am Anfang war halt irgendwo noch so ein Punkt da vom Schmelzen und so weiter. Wenn der weg dann wegfallen ist, oder? Okay. Und wenn das Relais kommt, halt dann rein. Kann aber auch sein, ich habe jetzt das Relais falsch gedrückt. Weil dann funktioniert es mit dem anderen natürlich auch nicht, aber das müsste so sein, das sind zwei dicke Kabel und die brauchen den Strom drüber. Die anderen sind bis zur Steuerleitung. Um es zu drücken. Nee. Du kannst ja auch direkt drücken. Ja, aber. Hab ich ja gleich gemacht. Ja, und da müsste ja genauso springen. Du hast einen Denkfehler. Du müsstest ja keine Geselle in der Nähe sein. Der bleibt schon. Die haben auch gelesen. Nee. Und zwar, du hast beim Anlasserrelais hast du einmal eine Steuerleitung, dass es rausgeht. Und einmal die Leitung, dass du anfängst zu drehen. Dicke Leitung ist drehen. Deswegen hast du ja vier Kontakte. Du musst gucken, welchen von den Kontakten ja überhaupt das rausschaltet. Aber das kann man dann drüben machen, wenn man dann macht. Weil ich würde sagen, wir fahren jetzt in den Dropping erstmal mit zurück. Dann kann man immer noch entscheiden, ob er dann nachher nicht noch was Kleines zu machen oder. Falls man es hinkriegt, meinst du oder so? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Nee, alles klar. Total angepistet. Ja, ist klar. Ich kann gerade ausrasten, ich kann irgendwo dagegen hauen, ich kann ausflippen gerade im Moment. Ich bin so aggressiv. Ich jemand, der sich freiwillig meldet, für den Kopf, dass er reinhauen kann. Ja, es steht mir so an, Freund, das ist schön. Ja, klar. Ja, ist gerade am liebsten Ding. Ja, nein, aber das bringt ja nichts. Nein, das ist, ja. Aber verstehen tun wir dich. Ja. Würden wir wahrscheinlich auch so. Ja, genau so. Genau so würdest du mir sagen, ist auch ging. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, da kannst du zehnmal sagen, ja, mit sowas muss man immer rechnen, es kann passieren. Macht die Sache nicht besser, danke. Schüsse, da kannst du nicht mehr werden. Nein.
Ich frag mal, welchen man drücken muss, damit man einen Anlass macht. Nein, hat er nicht. Feiertag. Okay. 13. Ja, gut. So alles, was dir einfällt. Aber nur mal so, weil du siehst, wie viel Strom kann da fließen. Die Sicherung ist vorbei auf 30 Ampere aus. 30? Dann wird es 20. Was ist denn? Dein Problem ist jetzt, von wo nach wo ich gedrückt habe. Ja, also dann komme ich mir das ab. Du musst da drin drücken, ne? Das Ding ist, sobald ich den abziehe, kannst du das Ding an, machen, was ich will. Machen, weil nichts passiert. Ne? Also ich brauche den quasi hier drauf. Auf wen? Ich brauche den. Auf alle hier. Sechs. Drauf. Auf sechs. Das ist die Abkürzung, Abdeckung für Sicherung. Die ist wurscht. Rot ist wurscht, die vier Stecker. So, und zwar, um es mal zu veranschaulichen, das hier ist quasi nur der Hauptstrom. Okay. Ja? Und das sind die zwei Kontakte für die Relais. Okay. Die sind eben nicht dran, da passiert gar nichts. So, von wo nach wo musst du jetzt überprüfen? Ja, das muss ich gerade raus. Also okay, das weiß ich noch nicht. Nee, weil die anderen Bezeichnungen haben wir das, was ich kann. Okay. Du musst nach SC21 gucken. Bei der SC24. Das sind nämlich sauber. Ich bin einfach nur bei der Alter. Achso, okay. Okay. Haben wir jetzt funktioniert? Ja, nein. Ja. Ein Fehler. Was man überbrücken müsste, oder wie oder wo was. Nachzufüllen ist ja auch ein Eck. Nee? Nee, schon. Nee, nur sagen, das ist ein Schlauch. Ist die Tasche für dich? Achso. Nee, gar nicht. Was da? Den hier kann ich einfach nur hier. Ja, okay. Wird wahrscheinlich geklippt. Ja, ja. Nein, der ist gut drauf. Zu Bayonett. Nein, der ist gut drauf. Ach, das ist auch. Gummidecken war das genau. Mein Bremsschlüssel. Warum bringen die mir jetzt nicht die richtigen Felder? Ich finde das scheiß Relais, aber mehr nicht. Ja, da gehört. Da sind auch so Poppel dran. Ah, okay. Wie da, weißt du? Das gehört auf einen ganzen Leiter. Das gehört auf einen ganzen Leiter. Also du hast die SC21? Ja. Mhm. Anlasser von CWR. Das ist 198 Kilometer von hier entfernt für 5 Euro. Wie viel? 5 Euro. Ein Kilometer? Nein, 120 Kilometer. Ja, ich kann ja fast Schalk fahren. Kannst du halt? Na, aha! Aal! Okay. Aal! Das heißt, kaufen, hinfahren, holen. Ich meine, der Tag ist dann auch versaut, aber es Moped gerettet. Und für eine Tour, mit Ziel. Der denkt schon wieder um die Ecken rum. Was ist denn Abend? Also, da will ich aber genau die direkte Strecke nehmen, außer von der Straße. Ja, natürlich. Bahnen. Also einmal anlassen und durch. Richtig, so quasi. Ja, geht schon, aber. Er mit seinem Knie und ihr mit eurer Raucherei. Ohne Pass. Aber das wäre mir jetzt auch wurscht. Wäre mir auch egal. Egal, wo wir hinfahren. Wäre mir auch egal.
Und wenn es anders verkauft wird? Dann gehen wir halt anders verkaufen. Aber ich finde kein Schaltplan von dem scheiß Relais. Okay. Ja, das Problem ist, dass alles, was mit dieser Maschine zu tun hat, musst du bezahlen. Du kriegst nicht mal das verfickte Handbuch umsonst. Weißt du? ST24, oder? 21. Nicht 24. Die 24 ist eine völlig andere Maschine. Ja, das ist aber zwei, oder? Oder aber neu. Nee, weißt du, ich schaue eigentlich bloß, ob da ein Schaltplan dabei ist. Nee, interessiert mich nicht. Weißt du, an was mir das gerade erinnert? An mein Xelos. Das ist schön, dass da dran steht, das ist ohne Veränderung, ein Bauteil nur von Fachpersonal. Wer von euch ist Fachpersonal? Du. Das ist ich. Aber ich bin ja nicht euch. Also, da war auch, egal was da war, entweder bei Xelos oder da. Da konnte es noch was vorne irgendwo was rausziehen, dass man sagt, hat da noch ein Teil oder. Aber ansonsten. Und haben sich natürlich auch immer teuer bezahlt. Das ist der Preis der Exklusivität. Dein Motorradfahrer? Ist das ein Motorradfahrer? Ja. Geh doch mal hin und frag mal, ob ich schon mal einen Anlass überbrückt habe. Weil theoretisch, wenn wir es einmal wissen, das ist kein Thema mehr. Sitz runter, ab die Überbrücken, läuft. Wenn er dann läuft. Kann aber jetzt natürlich auch sein, wenn die Batterie noch mit tot ist, dann bringt es natürlich die Überbrücken jetzt dann auch nicht. Dann mischt das wäre jetzt was gewesen, wenn hier in der Nähe von 49 Kilometer oder so. Ja, hier. Dann mischt ein Anlasser über eine Halle. Wir können keine überbrücken. Ja. Ich kann auch kompliziert denken. Ist aber nicht die Fireblade, oder? Er telefoniert gleich, er ruft gleich den Kumpel an, Fred. Okay, dann machen wir halt noch. Ob der feuerfrei? Ich wollte vorhin nur sagen, im besten Fall kommt irgendein Motorradfahrer vorbei, der uns dann auch wieder weiterhelfen könnte. Nö, dafür sind alles weiter. Das ist halt geil, ne? Das passiert nicht. Naja gut, obwohl, möchte ich nicht sagen, passiert im Auto nicht. Nein, da gibt es auch Leute, die sagen, Moment, sorry, habt ihr aber statt bla bla bla. Ja. Nee, das nicht. Aber weißt du, das ist halt voll beschissen an einem Pfingst Sonntag. Also eher schon mal an einem Sonntag. Hast du schon mal gesehen, dass irgendwas ausfällt? War die Heizung kaputt? Genau. Wenn es kalt ist und am Sonntag. Genau. Das ist auf jeden Fall so ein Kalt und Heizung. Ich kenne das. Er sagt, wann geht Heizung kaputt? Wenn es kalt ist und am Sonntag. Ich bin dabei. Aber das ist eigentlich auch eine ganz normale Surface-Gesetz. Ich meine, wann heizt? Ja, erstmal wenn es kalt ist. Also wenn es warm ist, wird es nicht aus. Dann ist bloß noch der Sonntag, der als Zufall kommt. Der Rest ist eigentlich logisch. Wann geht das Motorrad kaputt? Ja, wenn ich Freizeit habe. Wann habe ich Freizeit? Weißt du noch was dazu? Zu den Bildern, oder hast du auch kommentiert? Wenn ich nicht arbeite, ne? Und ja. Servus. 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 Stell die her, da sind wir mehr. Ja, genau. Aber ja, wenn er es aktuell macht, dann ist er weit besser drin, wenn ich somit meine 13 Jahre raus oder so. Ja, also Not hat dann David ja hier hinten Platz. Da kann ja reingelegt werden zur Not. Ja. Das kann man ja auch lassen.
schaltet so und so viel Ampere. Braucht halt bloß ein Anlasser-Relais und so ungefähr die gleiche Schaltung. Also quasi ein Auto-Anlasser-Relais und Rennlicht. Wäre auch gut. Okay. Muss bloß richtig verfehlen. Das ist ja gut. Und sollte halt den Strom entsprechend abhaben, weil wenn die jetzt 20 Ampere ziehen. Ich bin gerade in Immelstadt. Du hast bereits gesehen. Ich bin kaum mal. Das heißt, wenn ich das nächste Mal Pause mache, gleiche Probleme. Genau. Ja. Ja. Vielleicht weiß er, dass er das überbrücken kann. Ja, überbrücken oder sowas geht nicht, oder? Ich meine. Der Typ, der uns gerade hilft, kennt jemanden in der Nähe, der hat eine Werkstatt, der kennt sich damit aus, aber auch der hatte zumindest für die Ferndiagnose so kleine Ideen, was wir da noch machen könnten. Im Endeffekt, wir blieben dann noch eine weitere Stunde stehen, die Kamera wird aber gleich abschalten, weil, na gut, nach so langer Filmzeit ist irgendwann auch der beste Akku leer und keiner von uns hat echt dran gedacht. An dem Tag sind wir zumindest dann wieder nach Hause, David als Sozius. Und eine Woche später hat dann David dementsprechend seine Maschine abgeholt mit dem Transporter und in die Werkstatt gestellt. Und die haben festgestellt, dass es einmal eine zusammengeschmorte Spannungsregler war, also zumindest die Sicherung davon, und der Kabelbaum neben der Benzinpumpe ist wohl mit abgeraucht. Nicht ganz ungefährlich. Fazit des Ganzen ist ja, achtet einfach mal immer wieder drauf und zieht mal eure Schrauben nach, weil es kann uns allen treffen. Nichts ist nicht beweglich an der Maschine. Okay, auch wenn das Video eigentlich nur für die Beteiligten sinnvoll ist, sich das nochmal anzuschauen, was war denn mal anno dazu mal, freue ich mich natürlich sehr, dass du dabei gewesen bist und bis zum Ende durchgehalten hast. Und ja, ich wünsche euch allen zumindest allzeit die Straße unter den Rädern und dass immer alles gut geht. Damit danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.